Hallo und herzlich willkommen zu meinem Adobe After Effects Tutorial, in dem ich euch erklären will, wie ihr einen coolen Filmlook kreieren könnt. Und hier seht ihr jetzt das Video, wie es am Ende aussehen sollte. Und jetzt seht ihr das Vorher-Nachher-Video. Ja, was wir machen werden, erkläre ich euch jetzt. Als erstes werden wir diese zwei Balken auf das Video legen und dann werden wir hier diese Scheinwerferoptik auf das Video machen und dann werden wir die Tonwertkorrektur vornehmen. Die schwarzen Balken haben den Vorteil, dass das Video professioneller aussieht und dass man das Grundvideo, also das hier, da drin sehr schön anpassen kann. Diese Scheinwerferoptik lässt das Ganze ein bisschen kinomäßig aussehen, könnte man so sagen. Und die Tonwertkorrektur auf der Einstellungsebene sieht einfach dann nach einem coolen Film aus, ja. Ihr startet eine neue Komposition und schneidet euer Video zurecht. Dann erstellt ihr eine neue Farbfläche und die sollte schwarz sein. Und wie Kompositionsgröße. Dann zieht ihr die in eure gewünschte Balkgröße und passt die hier oben gut an. Dann geht ihr auf Bearbeiten und auf Duplizieren. Und setzt den anderen Balken dann hier runter. So, jetzt könnt ihr das Video hier beliebig anpassen. So. Und dann werden wir die nächste schwarze Farbfläche erstellen, auch wieder Kompositionsgröße und die unter die beiden anderen ziehen, unter die anderen beiden schwarzen Farbflächen, das ist wichtig. Dann wählen wir uns das Ellipsenwerkzeug aus, wenn das hier nicht ist, dann lange drücken und dann das Ellipsenwerkzeug auswählen. Dann zieht ihr eine Ellipse. So. Geht dann auf die schwarze Farbfläche, Masken, Maske 1 und auf Umgekehrt. Dann öffnet ihr hier diesen Ordner und macht, ja, schraubt die weiche Maskenkante ein bisschen nach oben. Vielleicht nicht ganz so viel. Und dann haben wir hier schon dieses coole, ja, diese Optik, ja. Und dann der letzte Schritt besteht darin, eine Einstellungsebene zu eröffnen, die über das Video ziehen, also unter die schwarzen Farbflächen und dann darin eine Tonwertkorrektur vornehmen. Etwas zur Tonwertkorrektur, ihr könnt hier sehr schön RGB, also Red, Green, Blue, anpassen, aber auch sehr schön einzeln. Und da gehen wir erst in den roten Kanal und ziehen es ein bisschen runter. Und dann nochmal in den blauen Kanal, ziehen das ein bisschen hoch. Und diese beiden Farben in diesen Kanälen ergeben dann dieses Kino, dieses Filmlook-Licht, zusammen ergeben die das. Und dann war es das auch eigentlich schon. Knarre hoch und dann fertig. Und dann kann man noch einmal hier sehen, was wir alles gemacht haben. Wir haben also diese Balken hinzugefügt. Und diese Scheinwerferoptik und dann unsere Tonwertkorrektur. Ja, ich hoffe, ich habe euch mit diesem Tutorial geholfen. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal.